Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. My name is DDP und wir sind bei WWE SmackDown. Shut your mouth. Bei Woche 1 im September 2002, ich sag's immer gerne, 2024, immerhin 22 Jahre her. Ja, 22 Jahre später, Wahnsinn, oder? Wir starten einfach mal rein und mal sehen, was dann da folgt. Wir haben immer noch den Titel, wir sind Undisputed Champion. Ja, DDP, Tag Match, Big Show, ja, vielleicht ändert sich noch was, ich weiß nicht. Ja, Tag Matches ist immer so eine Geschichte. Ich habe eins auch schon verloren. Ja, tatsächlich habe ich eins schon. Oh! Wer kommt hier? Ja, who's there? Wer ist in der Limousine, fragt sich das. Es ist der Nature Boy, der kann natürlich nicht nochmal anreisen. Und DDP, ja, das stimmt genau, wir sind ja praktisch Partner, ich habe ihm ja die Hand gegeben. Der Nature Boy ist nicht nur mein Boss, sondern, ja. Nein, ich küsse nicht seinen Punkt, Punkt. Nein, das ist... Es hat schon seinen Sinn. Ja, hört mir genau zu. Ich habe hier was. Ich habe hier jemand genau neben mir, der uns zum Sieg führen wird. Du hast eine gute Entscheidung getroffen, Mr. McMahon zu verlassen. Oh. Ja, was will jetzt schon wieder Jeff Hardy hier? Ja, und immer wieder lässt er seine Wut an DDP aus, ja. Ja, ich hab nun mal gewonnen, das ist irgendwie Unforgiven, ja, Unforgiven ist das nächste. Ihr habt's gesehen. Oh, jetzt habe ich vergessen zu schauen. Ist das Tag-Match jetzt abgebrochen, weil Jeff Hardy hier eingegriffen hat? Okay, das werde ich mal gucken. Ist das jetzt Geschichte? Ja, wir haben das zweite Match ist gegen Jeff Hardy. Ja, er hat mich attackiert und das folgt gleich in ein Match. Ja. Logisch eigentlich, ja, lass uns das im Ring austragen und jetzt nicht so eingreifen und, ja. Yo, it's me, it's me, it's DDP. The following contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, from the Jersey Shore, weighing 248 pounds, DDP. Und ich sag noch, ja, wird sich das noch ändern mit diesem Match?
Ist natürlich die Frage, ob es das immer noch gibt. Halt, stopp. Alter, ey, ich Button Smashing hier ohne Ende. Nein, sag mal. Was stimmt denn jetzt nicht? Ist klar. Das ist kein Boxkampf! Blöde, ich hasse das. Dieses Tornado DDT. Zugedreht, als wäre ein Boxkampf. Meine Güte, ey, der hat ja jetzt losgewütet. Jeff Hardy, der Schiss wirklich stinksauer auf mich. Ja. Irgendwas ist ja irgendwie. Yo, it's me! It's me! It's DDP! Ja, irgendwas ist ihm aufgestoßen und irgendwas hat ihn gestört. Ich hoffe nicht, dass... Nein, das Tag-Match ist tatsächlich ausgefallen. Ist mir auch recht so. Wie ich schon gesagt habe, es passiert ja bestimmt noch was und das ist ja auch passiert. Wir speichern natürlich ab. Ich war jetzt anstrengend genug. Ich hoffe, das mit Jeff Hardy ist jetzt erledigt und ich muss nicht noch einmal irgendwas ertragen. Ja, wir sind in der zweiten Septemberwoche 2024. Ab geht's. Wir schauen rein, was hier wieder passiert. Ich schätze, ja, Jeff Hardy hat wieder eine Beschwerde. Ah, okay, ja, es gibt ein Tornado-Tag-Match mit Chris Jericho als Partner gegen Jeff Hardy. Er hat sich Rikishi als Partner gesucht. Tornado-Tag, ja. Wenn der Partner gut mitmacht. Ja, ich bin wieder bei SmackDown angesetzt, was mich wundert. Ja, das ist Jericho. Hey, DDP. Ich weiß nicht, was du da getan hast, aber niemand vertraut einem, der sich einmischt wie ich. Meint ja da Jeff Hardy und hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass er ihn auch nicht so mag und vertraut. So, das ist natürlich nichts, wo wir uns einmischen können. Ja, dann geht's los. Tornado Tag Match, DDP, Chris Jericho versus Jeff Hardy and Rikishi. Wir gehen wieder gleich zur Stage, zur Bühne und in den Ring. Ja, los geht's.
bei SmackDown sind wir jetzt wieder. Yo, it's me, it's me, it's DDP. The following tag team contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, DDP. Tja, wer sich wundert, dass die Chris Jericho der Entrance raus ist, das Video, der letzte Part, durfte nicht gezeigt werden, weil der Chris Jericho Entrance dabei war. Und ich weiß auch nicht warum und wieso.
da haben wir es wieder geschafft. In einem schnellen Tornado Tag Match. Yo, it's me, it's me, it's DDP. Okay, war kurz abgelenkt, sorry. Ja, wir haben gewonnen. Ja, was gab's noch? Normal 6-Mann-Tag, 5-Mann-Battle-Royale gab's auch noch. Ah, okay. Was mich wohl irgendwann mal abschrecken wird, das wäre, wenn ein Leiter-Match kommt. Irgendwann mal ein Leiter-Match ist. Aber ich bin bei allen beiden Brands. Weil ich mich bei Ric Flair entschieden habe, darf ich bei beiden auftreten? Ich verstehe das nicht. Ja. Hat das seinen... Das hat schon seinen Sinn, oder? Ja, wir starten rein. Wir werden schon sehen, wird seinen Sinn haben. Ja. Ich bin ja der Undisputed Champion. Schon wieder ein Tag Match. Also Leute. Leute. Lasst euch doch mal was einfallen. Irgendein Backstage Brawl oder sowas. Ja, wenn nichts passiert, dann bleibt das Match. Und wie es scheint, ist es so, dass es bleibt. Maven. Ja, dann haben wir jetzt einen Tornado Tag. Das zweite Mal mit Chris Jericho, wo ich wahrscheinlich auch den Entrance wieder rausschneiden muss. Tja, so ist das leider. Urheberrecht. Seltsam, ist doch nur ein Wrestling-Spiel. Yo, it's me, it's me, it's DDP. The following tag team contest is scheduled for one fall. On the way to the ring, DDP. Can you dig it, sucker? Can you dig it, sucker?
Was war Vengeance? Ja, als nächstes, oder? Also so wie ich das richtig habe, ich schon gesagt habe, ja. Oh, du darfst ruhig mit Booker T wechseln. Ein normales Match. Jerry Lawler, also das ist. Jawohl. Ja, das war doch mal Abwechslung, oder? Muss ja nicht immer ich sein. Schöner Gewinn, ja. Chris Jericho auch schön mitgespielt. Mitgemacht, ja. Ja, meinen Moment bitte. JR, hier ist Mr. McMahon. Der will Revenge. Das ist gefährlich. Das sollte selbst aufpassen. DDP. Warum hast du mich verraten? Komm raus und sag mir warum. Ja, da kommt jemand ganz anderes.
ist Jericho. Ja, wirf ihn aus dem Ring. Watch the owner gets beaten up. Beaten up. Ich würde mal sagen, ich schmeiße ihn nicht aus dem Ring und und schau zu, wie er verprügelt wird. Revenge, ja, das ist egal, was ich gemacht hätte. Irgendwie wäre das auf selber rausgelaufen irgendwie. Also ihn aus dem Ring schmeißen oder ihn, ja. Also mit Chris Jericho passt mir gerade nicht mit dem Einzug, weil wenn ich den wirklich immer wieder löschen muss, dann entsteht mir natürlich ein Löschvorgang bevor. Okay, die vierte Woche im September und wir starten durch. Gespannt, ob es wieder ein Tag Team Match wird. Es wird wieder eins, ja. Wir sind bei SmackDown. Welcome to SmackDown. I'm Jim Long, your host at ringside, along with Jerry the King Long. It's a packed house tonight. 20,512 screaming fans are in attendance. Ja. Steht fest, es wird wahrscheinlich in Richtung Tag-Titel gehen. Ja. Ich bin ja schon lange der Undisputed Champion und da wird es wahrscheinlich mal Zeit für neue Titelchancen. Sprich den Tag-Team. Title. Yo, it's me. It's me. It's DDP. Making his way to the ring. DDP. Ja, Jeff Hardy versucht auch mit jedem passenden Partner das irgendwie zu gewinnen. Oh, es ist ein Tornado Tag. Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe nicht hingeschaut, richtig. Hä? Wie komme ich denn dazu? Bin hier rein, oh, ich habe einen ganz anderen Move gemacht.
Manchmal ist das schon so seltsam. Ich mag also die kommen mich auf Vengeance. Ich glaube, das hatte ich schon. Ich glaube, das war schon mal dran. So. Dann rein. Unforgiven. Let's go. Was haben wir jetzt? DDP? Du möchtest mir was sagen? Ich brauche dich ringside am Ring in meiner Ecke. Brauche ich Ric Flair? Brauche ich ihn? Ja, ich habe ihm die Hand geschüttelt. Es wäre natürlich als Heel-Charakter eigentlich das Beste, wenn ich ihn ringside in meiner Ecke benötige. Aber ich habe auch keine Lust, dass das ein Tag-Match wieder wird. Ach, du warst meine. Okay, ich helfe dir. Das wird sehr interessant, ja. Wie er mir hilft, keine Ahnung. Ah, okay. Ja, natürlich, das passt zum Heel-Charakter. Ich habe ihm die Hand geschüttelt. Ich hatte ja Ric Flair, ich habe ja Vince McMahon betrogen und bin zu Ric Flair und praktisch ist das die Geschichte, die hier zusammenpasst. Ja. Würde ich mal meinen. So. Oh nein, leider, Match. Ich habe es schon gesehen, also. Ja, wenn mir da Ric Flair nicht in den Rücken fällt. Ob das nicht mal die falsche Entscheidung war, the dirtiest player in the game in my corner. The wrong decision, I don't know. It's me! It's me! It's DDP! And the opponent from the Jersey Shore, weighing 248 pounds, DDP! Oh, Ric Flair war schon da. Ich hätte gedacht, er bekommt nochmal einen extra Einzug. Thank you.
himself, each one wanting to be the best. Ja, der Nature Boy, da warst du in der falschen Richtung. Jeff Hardy, das hättest du nicht gedacht. Ja, die Hilfe lohnt sich wirklich, Wahnsinn. Aber irgendwann muss er auch wieder zurück in den Ring. Nate, bitte. Bitte nicht so lange draußen behalten. Alter Mensch, Rick, bitte, into the ring. Komm rein. Rein, komm, nicht draußen noch weitermachen. Du hast kein Match gegen Ric Flair, du hast eins gegen mich. Es hat ausgereicht, die Prügel von Ric Flair da draußen. Oh Mann, war das krass. Schön. War es doch die richtige Entscheidung. Bis jetzt. Bis jetzt war es die richtige. Wenn er mir nicht in den Rücken fällt. Wir sind dirtiest player in the game. Das Match ist vorbei, aber DDP hört nicht auf. Rick. Na, jetzt wird's gefährlich. Jetzt kommt die Situation, der ich nicht so traue. Ah. Doch irgendwie. Ja, Jeff Hardy, das ist auch übertrieben. Security, Security, ja. DDP ist wie ein Monster der Zerstörung. Ja, so soll das auch sein, ja. Einen besseren Heal-Partner könnte ich gar nicht haben als den Nature Boy. Okay, jetzt wieder an der Zeit, was zu kaufen. Die Antwort: Given Arena natürlich. Wie schon gesagt, ich kaufe alle Arenen mit dem Geld, was ich in den Matches hier verdiene. So, kommt noch was zum Abschluss? Oder? Ja, it's me, DDP und das geht weiter im Oktober, ja. Bis zum nächsten Mal, ich bin dann erstmal raus. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören, ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hatte es auch auf jeden Fall. Bis dann, tschüss.